Das Dorffest in Guntramsdorf wird von der regionalen Wirtschaft und den Vereinen organisiert. Eröffnet wurde es mit Blasmusik und einer Tanzeinlage. Dorffest in Guntramsdorf, in welcher Tradition steht das? Es war eine Idee der IGW, das war damals noch unter dem Obmann Alfred Stangl, der vor 4 Jahren das erste Dorffest organisierte. Wir hatten jetzt ein Jahr Pause und mit der neuen Obfrau, mit der Tina Gremnitz-Müller von Tinas Collection, wurde es wiederbelebt. Die Gemeinde unterstützt dieses Projekt, viele Vereine nehmen auch daran bei und das Wetter ist uns wie immer auch gnädig. Wer steht dahinter? Wer ist der IGW? Also IGW ist ein Verein, heißt in Guntramsdorf Wirtschaften und ist eine Vereinigung von ganz vielen verschiedenen Betrieben, die halt versuchen miteinander zu arbeiten, in der regionalen Wirtschaft das voranzutreiben, eben dass in der Region in Guntramsdorf die Betriebe unter sich gut arbeiten können und sich gut vernetzen können. Das Entscheidende ist, dass sich hier Guntramsdorfer Unternehmen präsentieren, der Bevölkerung präsentieren, von jung bis alt, denn es muss ja das Motto gelten, bleib im Ort und kauf im Ort. Wie startet heute das Programm? Ja, das Programm wird heute starten mit dem Guntramsdorfer Blasorchester und der liebe Bürgermeister Robert Weber wird uns begrüßen. Und dann kommen die Cheerleader vom SVG, vom Fußballverein, da freuen wir uns auch schon sehr. Und eure Moderatorin tritt dann um 15 Uhr auf. Sie probt gerade hinten und da freuen wir uns auch schon auf den Auftritt. Wie ist fürs leibliche Wohl gesorgt? Ja, da gibt es heute einiges an Kulinarik. Es wird eine Eiernockerpfanne geben, es wird Kaiserschmarrn geben, es wird eingebackene Würstel geben. Wir haben einen tollen Smoker da mit Pulled Pork. Für Süßes ist auch gesorgt. Also Süßes und Saures ist genug da. Was gehört zum gescheiten Dorffest dazu? Was darf nicht fehlen? Ich glaube, es ist das Miteinander. Es ist die Mitarbeit vieler Vereine, vieler Institutionen. Es ist eine Möglichkeit für die örtliche Wirtschaft, sich zu präsentieren. Es ist eine Möglichkeit für die Vereine, hier auch aufzutreten, ihre Darbietungen der Bevölkerung eben zu zeigen, näher zu bringen und das Dorfleben zu bereichern. Und ich denke mir, das ist auch der Sinn einer Dorfgemeinschaft. Die Bevölkerung kann sich einen Überblick verschaffen, was gibt es überhaupt in Guntramsdorf. Vielleicht ist das ein oder andere Geschäft noch im Verborgenen geblieben oder der andere Verein hat sich noch nicht so in den Mittelpunkt gespielt. Speziell für die Jugendarbeit, die ist mir sehr wichtig. Und das ist halt ein großes, großes Miteinander. Was muss man am Dorffest machen, um dabei gewesen zu sein? Auf alle Fälle so ziemlich bei jedem Verein was konsumiert haben. Auf alle Fälle, so es gelingt, bei den einzelnen Aktivitäten mitmachen und mindestens 5-mal den Platz wechseln.